Ah, herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu The Last of Us und zu meiner Wenigkeit den Capella. Oh, Kaffee. Ist das geil. Entschuldigung. Aber jeder, der gerne Kaffee trinkt, weiß genau, was ich jetzt gerade meine. Und wir machen hier weiter eiskalt. Genau da, wo wir aufgehört haben. Das war so klar. Der Klicker, wo ist er? Für den Klicker ja haben. Okay, also für die Klicker können wir gerne die Munition verbrauchen, würde ich sagen. Das ist so ein primär gar keine verkehrte Tatsache. Können wir die Dinger eigentlich bewegen? Nee, natürlich nicht. Aber wir hätten hier alle herlocken können und dann draufschießen können. Und dann wäre das Ding auch erledigt gewesen. Aber man lernt ja nie aus in dem Spiel. Wir sollten uns die Umgebung definitiv genauer angucken. Denn ich habe so das Gefühl, dass uns hier so einiges durch die Lappen geht. Guck mal, wir hätten da auch sogar oben hochgekonnt. Das ist natürlich interessant. Ich gucke mir nochmal natürlich alles ganz genau an. Haben wir sogar ein riesengroßes Haus. Wir haben momentan ja gar nichts von da aus. Oh, normale Pistolenmunition. Wie geil finde ich das denn? Nett eingerichtet. Wollten wahrscheinlich gerade reisen. Koffer waren gepackt, aber es hat dann doch nicht gereicht. Weil die Zeit wahrscheinlich nicht da gewesen war. Firefly-Anhänger wieder. Sogar mit einem Schussloch. Hier mal. Haben wir hier irgendwas Besonderes? Oh ja. Endlich können wir das mal so instant fressen. Jetzt lohnt sich das diesmal. Also wir hätten uns auch durchs Haus schleichen können, wie ich das sehe. Und hätten uns hier voll irgendwie eine Strategie ausdenken können. Ja, haben wir in dem Falle leider nicht. Im Bad war nix. Okay, gut. Gut. Haben wir überhaupt noch so einen Stein oder irgendwas in der Art? Naja gut, wir hatten Glasscheiben. Ich dachte erst immer, dass man in dem Spiel mit den Glasscherben gegebenenfalls irgendwie einen Zombie töten kann. Mit der, also, ne? Durch die Scherben halt, wenn sie zersplittert oder so. Aber dem ist leider nicht so. Oder ich habe mir das anders vorgestellt. Hier wurde auch alles eingerannt, ey. Der Wahnsinn. Wow. Die nehmen wir natürlich mit. Das ist viel, viel besser als das andere Zeug, was wir da eben hatten. Essen können wir immer wieder. Nee, ich würde ganz gern den da behalten wollen. Ich glaube, der hat mehr Bums. Wo sind die kleinen Zombies? Sind sie denn jetzt alle weg? So, hier war das mit dem Auto. Nee. Der Bogen. Würde mich auch mal interessieren, inwiefern man. Also, was man wirklich mit dem machen könnte. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir echt ihr die Waffe nicht geben, weil. Haben oder nicht haben ist immer die Devise. Was war das denn? Habt das gesehen? Das sieht ja Hier aus. lang. Sie ist von drinnen verriegelt. Wie wäre es denn damit? Was, die Katzentür? Joel, das ist dein Ding. Sei sehr vorsichtig. Na klar. Da kommen jetzt Vielleicht deine welche. Waffe echt nicht schlecht. Okay, Bill. Drin sind noch mehr von diesen Klicker-Dingern. Oh, Scheiße. Ach du Sie haben Scheiße. uns nicht gesehen. In Deckung bleiben. Vorsichtig. Tja, jetzt kommt wieder so Splinter Cell à la Capella. Wie werden wir mit der Situation meisterhaft? Ich bezweifle, dass wir da meisterhaft werden, denn die scheiß Klicker sind ja echt böse. Wir könnten zwar einige natzen. Wie viel sind das hier vorne? Eins, zwei. Das Problem ist, die hören das ja, ne?
Scheiße, es sind drei Stück. Es sind drei verdammte Klicker. Wollen wir uns denn einfach mal so eine... Warte mal, können wir uns das nicht eigentlich herstellen? Können wir sogar... Brauchen wir natürlich Scheren, ist klar. Sehe ich denn dafür aber nicht ein. Dafür haben wir die Molotov-Cocktails, die benutzen wir. Okay. Also, ich würde sagen, wir locken die an eine Position, in dem Falle da. Mal gemeistert, oder? Also, ich fand das jetzt gar nicht mal so verkehrt. Schwankende Waffe 100, spare ich drauf. Denn ihr seht, ich bin da relativ ungeübt, um das noch höflich auszudrücken. Aber es scheint so, als wenn das nicht alle Klicker gewesen sein sollten, weil unsere Kompanen immer noch in der in den Losch-Mottos verweilen. Im Haus wird es wahrscheinlich weitergehen. Sieht aber ruhig aus, obwohl hier so viele Klicker sind. Guck mal, die Nachbarn haben auf jeden Fall auch den gleichen Toaster wie vorhin eben in der Küche. Wunderschöne Bilder. Sehr schön dekoriert in der Wohnung, muss man ja mal sagen. 1A. Kann man nicht meckern. So, dass natürlich alle Möbel immer darunter gestellt worden sind. Macht auch ein bisschen Sinn. Und ein halbwegs cleveres... Nee, das kommt mir doch nicht bekannt vor. Ich wollte schon sagen, ist das nicht Ellis Zimmer? Nee. Schrotmunition, da liegt ein Teddybär. Klebeband und Scheren, das ist natürlich in jedem üblichen Kinderzimmer natürlich vorhanden. Ist ganz wichtig, denn Kinder basteln gerne. Dafür brauchen sie eine Schere und Klebeband. Das ist ganz wichtig. Guck mal, das sieht immer aus wie Marihuana, wenn ich das sehe. Warum ist er jetzt schon wieder auf Tempo gebürstet? Kann mir das jemand mal erklären? Ich mag das nicht. Ich weiß nicht, vielleicht hätten wir die Klicker auch umgehen können. Wer hat das da gelassen? Hast du Freunde hier? Nein, aber ich kann mir schon denken, wer den Weg nutzen könnte. Die Schule ist hier nebenan. Gehen wir rein. Ja, wartet doch mal bitte. Komm, Ellie. Guck mal, was hier alles rumliegt. Okay, wir sind sicher. Keiner wurde gebissen, ja? Nein, alles klar. Alles okay. Gehen wir weiter. Ich will hier gerne noch gucken. Da Marihuana wieder. Papier zum Rauchen. Wunderbar, alles da. Was will man mehr? Okay. Ne, hier ist nix. Ich bin auch noch laut. Das kommt auch noch hinzu. Ich guck mir erstmal alles an. Herr Peller geht gerne in fremde Küchen und schaut sich ein Regal an. Oh. Nicht, dass da irgendwo mal ein Zombie im Kühlschrank ist oder so. Keine Ahnung. Wäre auf jeden Fall mal ein geiles Easter Egg. Oder, naja, Easter Egg eher weniger. Ja. Okay, nach oben müssen wir wahrscheinlich eh. Wir werden hier wieder... Was? Ich kann meine Messer nicht... Ah, nein. Wollt mich doch verarschen, oder? Och, nö. Messer voll. Nein. Das machen wir noch nicht. Nein. Mach mal alleine. Nö. Ich geh mal nach oben. Sicher mal gar nicht ein. Nicht, dass hier gleich ein Baby als Zombie antanzt. Das wäre schön. Seht da? Ey, ernsthaft? Jagdmunition 4. Oh. Das tut weh. Hier ist auf jeden Fall ein kleines Kinderzimmer. Da haben wir Tabletten.
Gut, dass wir uns das hier oben nochmal angeschaut haben. Ist ja immer so, dass hier irgendwas Verstecktes ist. Eine kleine Notiz. 4. Oktober. Jetzt ist es offiziell. Die Schule bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Also ist dieser Ausbruch doch zu etwas gut. Keine Schule. Keine Hausaufgaben. Also mir passt das ganz gut. Also was soll ich mit der ganzen Freizeit anfangen? Nächster Tag. Mom und Dad haben gestritten. Irgendwie haben sie gleichzeitig geflüstert und sich gegenseitig angeschrien. Offenbar will Mom weg zu ihrer Schwester. Dad sagt, es sei hier sicher und dass der Ausbruch unsere Stadt nicht erreicht. Haha, Idiot. 6. Oktober. Dad hat mich angebrüllt, weil ich Radio gehört habe. Er sagt, die Nachrichten seien Unsinn. Mom hatte ihm zugestimmt und eine tapfere Miene aufgesetzt. Aber ich merke, dass sie Angst hat. Sie haben beide Angst. 7. Oktober. Ich glaube, Dad hat ein schlechtes Gewissen wegen gestern. Gadget hat in meinem Bett geschlafen und Dad hat nichts dazu gesagt. Er kam rein, hat ihn gestreichelt, geseufzt und ist wieder verschwunden. So habe ich ihn noch nie erlebt. Letzte Nacht hat Dad Mom getröstet, Tante Karen ist tot. Das habe ich jedenfalls gehört, glaube ich. Beim Frühstück waren alle ganz ruhig, als ob nichts passiert wäre. Ich habe mitgespielt. 15. Oktober. Officer Jones kam vorbei und hat sich mit Dad unterhalten. Naja, eher geflüstert. So etwas passiert derzeit öfters. Danach hat Dad uns gesagt, dass wir die Stadt verlassen müssen. In ein neues Heim. Das Militär beschützt uns. Ich darf nur eine Tasche mitnehmen. Mom saß einfach nur da. Da, wo wir hingehen, sind keine Haustiere erlaubt. Wir sind mit Gadget an einen Stadtrand gefahren. Ich habe ihm sein Halsband abgenommen und ihn laufen lassen. Als der Rückfahrt sagte Dad ständig, dass es ihm gut gehen werde. Er gehört in die freie Natur. Schon klar. Es ist so weit. Dad sagt, wir wären bald wieder zurück. Ich glaube, er lügt. Ah, tragisch. Aber gut, was willst du machen? Hey, hast du kurz Zeit? Ja. Ja? Ich wollte sagen, dass es mir leid tut. Wegen Tess. Das war's. Ich fange nicht wieder davon an. Ellie, mach dir keine Sorgen um mich. Wir müssen nach Bill sehen. Okay. Ja, sollten wir. Aber ich wollte auch nur gucken, ob hier irgendwas Besonderes ist. Aber ja doch, es ist hier was. Es ist hier Jagdmunition. Das regt mich gerade ein bisschen auf, aber die Jagdmunition. Ich lasse den Bogen erstmal, weil ich glaube nicht, dass wir mit dem Bogen erstmal großartig hantieren werden. Obwohl der Bogen wahrscheinlich super interessant ist. Oh, hier haben wir noch was. Mal sehen. Wow, Munition. Leck mich am Arsch, ey. Ja, ich weiß Bescheid, dass Joel da ist. Ist alles gut, aber ich wollte jetzt erstmal nochmal gucken, primär. Ja, gut. Was haben wir? Wir haben schon eine Erweiterung davon. Das bringt uns nichts. Und Munition haben wir sogar vom Pfeil auch genügend. Das war nicht laut? Nein? Okay. Was habe ich gesagt? Da ist der Truck. Ragt aus der Schule raus. Na los. Das Problem ist, wir können sie ja auch nicht alle einzeln holen, oder? Da sind einige. Wir müssen leise sein. Ja, das wird natürlich kritisch. Ich wüsste nicht, wie wir die jetzt hier alle herlocken sollen. Das sind ja auch normale Infizierte, wohl bemerkt. Das heißt, die sehen uns ja auch noch. Das kommt ja auch noch hinzu. Aber vielleicht habe ich Glück und komme ja erstmal bis zum Auto. Und vielleicht können wir einen dann herlocken. Oh Gott, das kann was werden. Oh Mann. Ich wollte mal testen, wie das ist. Aber leider hat sich das jetzt nicht so gelohnt, wie ich mir das vorgestellt habe. Wie viel sind denn hier? Insgesamt. Ach du Scheiße, da oben ist auch noch einer. 1, 2, 3. Haben wir denn irgendwas zum Werfen?
genauso. Okay, gut. Wir haben nur noch ein paar. Problem ist, der kam da um die Ecke gelaufen, ne? Wie weit kam der nach vorne? Scheiße, scheiße, scheiße. Eddie, mach mal ein bisschen Platz hier. Das könnte eng werden. Ja, und dann zieht er wieder von dann und dann ist natürlich von der anderen Seite ist dann natürlich noch auch noch ein Fuzzi. Ah, die macht mir auch noch Sorgen. Komm, dahinter kann man sich auch noch verstecken. Okay. Wow. Haben wir jetzt ordentlich Besuch? Ja, die holt er alle her. Das Gesicht. Wie geil ist das denn? Oh Gott, das sieht ungesund aus. Ich kann nicht mehr. Ich gehe noch mal ganz schnell ins Haar. Ach, geht nicht, lass mich raten. Ja, das geht natürlich nicht. Wir können uns nichts mehr holen. Ist das denn? Oh Gott, Spiel, da habt ihr euch ja tolle Sachen ausgedacht. Ah, schön, 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 schön. Ah, okay. Es war zwar nicht die optimale Idee, aber wir sind, glaube ich, die meisten sind wir los. Meine Sorge ist nur, ich habe ein Geräusch gehört, das war neu. Hier. Eher so ein brummiges Verhalten eines Zombies. So schwerfällig, könnte man es fast schon nennen. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt wirklich was Neues ist, weil wir kennen ja noch nicht alle Zombies. Wir kennen zwar die Klicker schon, die Runner kennen wir schon. Die Stalker konnte ich, falls wir sie schon kennengelernt haben, konnte ich sie nicht unterscheiden zwischen den anderen. Und dann gibt es halt noch diese anderen, diese Boomer oder sowas in der Art, glaube ich, heißen sie. Ich habe den Namen jetzt wahrscheinlich, bringe ich komplett durcheinander. Aber, ja, irgendwann werden wir sicherlich auch auf die treten. Und das wollen wir dann nicht. Überwiegend nicht. Aber bislang ist alles ruhig von da aus. Lally, lauf! Lauf! Sie kommt von überall! Scheiße! Renn! Lass die Zeit beim Nachladen. Das war einfacher als gedacht. Sie müssen woanders stecken. Wir sollten nichts riskieren. Wie kommen wir rein? Alter Falter. Das war ordentlich. Aber ich glaube, das waren jetzt auch alle. Alle Gegner, so rum. Es war aber auch geskriptet, das hat man so ein bisschen gesehen an den Gegnern, dass die dann natürlich dann erst rauskamen,
wenn man da vorne ist. Aber gut. Da liegt eine Leiter auf dem Bus. Hilf mir da hoch, dann hole ich sie. Ich will das Spiel deswegen jetzt nicht kritisieren. Weil, gut, ne? Ich glaube, das gehört da auch so ein bisschen zu den alten Programmieren-Flair. Ich glaube nicht, dass man das so wie früher da geschafft hat. Oder dass es einfach so gang und gäbe früher war. Gab es einige andere Spiele auch, die das so gemacht haben. So, da wir jetzt natürlich viel Munition verballert haben, nehmen wir natürlich wieder den Bogen. Bogen ziehen, halten, um den Bogen zu spannen. Je länger du hältst, desto mehr Spannung baut sich auf, drücke den Pfeil, um abzuschießen. Wackelt aber auch ziemlich. Ich weiß nicht, inwiefern das so gut ist. Aber nun gut. Ich habe ihn mal im Hinterkopf, ne? Aber ob ich den jetzt wirklich benutze... Alles okay. Wir müssen nur zur Motorhaube kommen. Hört ihr das? Sie kommen. Schnell jetzt, Kleine. Okay, wir gehen schnell rein. Wir holen uns die Batterien und wir machen, dass wir hier wegkommen. Oh Mist! Die drücken gegen den Zaun hier drüben. Los, Bill! Mit ihm los. Oh Gott, nein, 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 nein. Los, komm! Das wird nicht halten. Bill, jetzt beeil dich! Ich hab so viele Molotov-Cocktails. Oh nein, oh nein. Schleichen wir uns hinten raus. Ihr zwei folgt mir. Ich bringe uns hier raus. Na dann los. Oh, verdammt! Geh weg von mir! Oh Gott. Durch die Klassenräume geht's schneller. Alter Falter, ich nehme mir mal wieder so einen Stein hier mit. Gruselig. Ich glaube, die Tür geht auch relativ bald auf. Ich würde aber gerne nochmal alles angucken wollen, wenn wir die Zeit dazu haben. Wenn uns das Spiel dazu lässt, wohl bemerkt, aber auch nur. Gucken wir uns hier nochmal um, weil... Das ist die falsche Richtung. Hier lang. Ja, ich hab's auch gesehen. Ich dachte, vielleicht ist ein Spind auf. Oh, da oben liegt noch was. Das müssen wir uns mitnehmen. Das müssen wir uns mitnehmen. Okay, gut. Scheiße, nee, ist das spannend hier gerade. Super spannend. So, wer weiß, weil vielleicht ist an einem dieser Dingern ja auch irgendwas drinne. Und schon haben wir die Kacke... Wir müssen nur an denen vorbei. Hey.
Klicker. Dass die so viel aushalten, das regt mich so dermaßen gerade auf, ne? Wir müssen nur an die vorbei. Wir hätten uns auch vorbeischleichen können, ich hab's gesehen. Aber, oh, ich bin gerade so unter Adrenalin, dass ich da nicht klar denken kann, um ehrlich zu sein. Deswegen nimmt mir das nicht übel, denn wenn ich hier gerade so viel Scheiße verzapfe. Ich werde mir erstmal den... Nee, ich würde ganz gern erstmal auf die Waffe zurückgreifen. Oh, sag mal bitte, machst du hier bitte Platz? Oh, siehst du? Hätten wir uns gar nicht herstellen müssen. Hätten wir eins bekommen. Oh ja, unser Leben, das sehe ich ja jetzt erst. Oh Mann. Oh Mann. Ob wir hier lebend wieder rauskommen? Ich hoffe doch. Das können wir gebrauchen. Hier haben wir eine Flasche. Sonst habe ich hier, glaube ich, nichts gesehen. Irgendwie was von Bedeutung sein könnte. Da können wir lang. Den Flur runter. Okay, gut. Denk mal, dafür war der Molotow ganz gut geeignet gerade eben. Weil drei Zombies hätten wir zwar auch klatschen können, aber ich mag sie eher getoastet. Ist mir lieber. Oh, Muni. Haben wir denn gerade Muni? Nachladen. Unbedingt. Auf der anderen Seite haben wir die. Okay, gut, 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 gut. Wir sind soweit relativ gut gewappnet. Oh Mann, ist das spannend hier gerade. Mir mal damit. Okay, bereit? Oh Gott. Oh Gott, das wird laut. Komm schon. Noch mehr. Türen versperrt. Das wird ziemlich lange auf. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir machen hier einen Cut. Auch wenn es scheiße ist, aber die Tür wird aufgehen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Oh Gott, deswegen ist das scheiße spannend. Und haut da Grinsen mit einem bekannten Grinsen. Und lasst gerne mal einen Kommentar da. In dem Sinne, haut da rein. Bis zum nächsten Part. Oh Gott, scheiße, ne?